Ereignisreicher Tag für die Apollon-Hochschule. Wir haben unser drittes Symposium, zu dem ich Sie recht herzlich begrüßen möchte. Europa arbeitet neben diesen anderen Problemen, die vielleicht jetzt hoffentlich mittelfristig mal gelöst sind, denkt Europa auch nach über Perspektiven für 2020. Und in der jetzigen dritten Phase der intensiven Beschäftigung mit Demografie war diese Problementdeckungsphase vielleicht 2003 bis 2004. War es ein sehr reicher Tag. Ich gehe angeregt und mit vielen neuen Ideen nach Hause heute Abend. Persönliche Highlight waren die Plenumsvorträge, aber alle drei im Prinzip, weil jeder Vortrag aus seiner Sicht sehr interessante Aspekte beleuchtet hat. Also ich bin eigentlich rundum zufrieden mit diesem Symposium und von mir aus könnten wir es jetzt in ein paar Wochen gerne wiederholen mit dem Thema vielleicht Patientenorientierung.